meine Chance. Ey, was machst du da? Los, weg, zack, ab. Was soll denn die Scheiße, Mann? Ich hab gesagt, du darfst dabei sein. Nicht, dass du meine Rolle übernimmst. Es ist immer noch mein Job, hier die Videos zu machen, nicht deiner. Mann. Egal. Heute geht's um Trinkmöglichkeiten für Chamäleons. Ja, nur sprühen alleine reicht nicht aus. Man sollte den Tieren auch immer eine Quelle anbieten, woraus sie trinken können. Heute sprechen wir über Beregnungsanlagen. Ich weiß, dazu habe ich auch schon zum Thema Luftfeuchtigkeit was drüber gesagt. Aber die fand ich halt einfach cool, deswegen spreche ich dort nochmal drüber. Dann sprechen wir über Brunnen und über Tropftränken. Starten wir mit der Beregnungsanlage. Die Beregnungsanlage ist höchstwahrscheinlich die teuerste Möglichkeit dieser drei Varianten. Ich persönlich habe selbst keine. Ich fände es aber mal cool, eine zu haben bzw. mal eine zu testen. Allein schon da ist halt einem sehr viel Arbeit in dem Sinne abnimmt, die Luftfeuchtigkeit zu erhalten, indem man nicht immer hingehen muss und sprühen muss. Sondern da füllt man einfach Wasser in so einen Tank, man schraubt eine Düse oben im Terrarium fest oder an der Seite und dann kann man einen Timer einstellen und nach diesem Timer sprüht diese Beregnungsanlage immer einen Wassernebel, sag ich jetzt mal. Also kein Nebel an sich, sondern so ein Tröpfchennebel halt ins Terrarium. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ich halte eine Beregnungsanlage deshalb als Trinkmöglichkeit, da sie halt in gewisser Weise eine teure Tropftränke ist, sag ich jetzt mal. Sie versprüht diesen Wassernebel im Terrarium. Dieser Wassernebel setzt sich in Tröpfchenform auf den Blättern ab und das Chamäleon kann dann vom Blatt zu Blatt quasi wandern und die Tropfen darunter lutschen. Problem hierbei ist halt, das ist relativ teuer, so ein Ding. Es kann ja auch sein, dass es da billigere Varianten gibt. So ganz in dem Game bin ich da nicht. Ich habe nur zum Beispiel in so Läden wie Zayak, sag ich jetzt mal, ne, wo ich halt auch des Öfteren einkaufe oder halt online, sehe ich die Dinge halt nur relativ teuer. Da kenne ich mich leider preistechnisch nicht so gut mit aus. Wichtig ist aber, solltet ihr euch für eine Beregnungsanlage entscheiden, dass ihr die Düsen nicht direkt auf irgendeinen Ast richtet, wo das Tier häufig drauf sitzt. Weil es kann auch sein, dass sich das Tier dadurch erschreckt, wenn das Chamäleon da sitzt und sich entspannen will. Und auf einmal geht nach diesem Timer diese Düse los, dass es das Chamäleon halt komplett aus dem Leben schießt. Oder es sich halt unfassbar erschreckt und dann irgendwie auf diese Stellen nicht mehr geht. Deswegen da bitte darauf achten, dass ihr die Düsen an strategisch guten Punkten platziert, wo es nicht direkt das Chamäleon beschießen kann. Aber es dennoch dann relativ viele Blätter trifft, wo sich dann das Wasser drauf speichert, sag ich jetzt mal, damit das Chamäleon da später drauf Zugriff hat. An und für sich ist eine Beregnungsanlage eine richtig coole Sache. Man muss halt nur gucken, da die halt relativ viel kosten. Aber an sich kann ich eigentlich sagen, dass man die relativ gut dafür verwenden kann. So, kommen wir zur zweiten Möglichkeit, und zwar dem Brunnen. Ein Brunnen halte ich im Großen und Ganzen für nicht so cool, weil das Wasser in einem ständigen Kreislauf halt in Bewegung ist. Nur das Problem ist halt, ein Brunnen hat zwar eine Pumpe, die das Wasser hochpumpt und dann von oben so einen Rinnsal herunterlaufen lässt, aber diese Pumpe hat halt keinen Filter. Das Problem, wenn das Wasser da ständig herumfließt, sag ich jetzt mal, ist, dass sich unten in dieser Schüssel, wo sich das ganze Wasser befindet, Bakterien bilden können. Und diese Bakterien können dann vom Chamäleon getrunken werden. Deswegen halte ich einen Brunnen zwar für hübsch, ja, keine Frage, den kann man sich irgendwie als Deko-Element irgendwo mit so ein bisschen Ambiente ins Zimmer stellen. Aber als Trinkmöglichkeit für ein Chamäleon finde ich das nicht so geil, aufgrund der Bakterienbildung. Ich habe jetzt auch mal im Internet geguckt, ne, so ob sich da jetzt mittlerweile schon was getan hat, weil ich hatte auch anfangs bei meinem allerersten Chamäleon hatte ich einen Brunnen da drin. Und da hat mir dann aber irgendein Bekannter gesagt, der sich da auch relativ gut mit auskennt, hat mir dann halt genau das gesagt, dass es halt nicht so gut ist, dass sich halt Bakterien bilden können. Und wenn du ganz viel Pech hast, kann das Chamäleon diese Bakterien aufnehmen und dadurch halt krank werden. So, seitdem habe ich halt so eine Tropftränke, da gehen wir dann gleich drauf ein. Die finde ich ganz cool, da bin ich auch recht begeistert von und sie passt auch relativ gut ins Bild. Die fällt eigentlich gar nicht auf. Ein anderer Punkt ist, wenn man einen Brunnen hat, so man kennt die Dinger, die sind ja meistens so aus Stein und so, die sind relativ schwer. Wenn ihr jetzt ein Glasterrarium habt und euch dann dafür entscheidet, so einen riesen Brunnen da reinzustellen, der zwar schön aussieht und so, was auch nichts Falsches ist, um Gottes Willen als Deko-Element den zu benutzen, der sollte halt dann nur nicht bewässert sein, sage ich jetzt mal, sondern einfach nur da stehen. Als Ruine kann man die auch dahin stellen, sage ich jetzt mal. Nur dann muss man darauf achten, dass man vernünftig den Glasboden des Terrariums, sollte man ein Glasterrarium haben, entlastet. Ja, das heißt, dass man nicht dann alle schweren Sachen auf eine Stelle stellt, weil sonst kann es sein, dass dann der Boden unten einen Knacks wegkriegt. Sondern darauf achtet, dass man das Gewicht so gut wie möglich auf die komplette Fläche verteilt. Weil sonst kann es wirklich passieren, dass euch das Glas unten reißt oder bricht und dann ist Holland in Not.
Zu guter Letzt hätte ich jetzt noch die Tropftränke. Boah, Alter, das ist voll das schnelle Video. Das passt eigentlich ganz gut, weil diese Woche bin ich ein bisschen kurz angebunden. Also tut mir leid auf jeden Fall dafür. Nächste Woche gucke ich mal, ob ich mir da ein bisschen was zum Dreihorn-Chamäleon raussuche. Weil da habt ihr auch schon ein paar Kommentare geschrieben, dass ich mal das behandle. Die letzte Tränke, über die ich sprechen möchte, ist die Tropftränke. Die finde ich persönlich am coolsten, da man sich die sogar relativ easy selber bauen kann. Man braucht quasi nur so einen Behälter. Das hatten damals die Züchter, wo ich Murphy hier habe, hatten das selber gebastelt. Das heißt, du hast einfach so ein Gefäß genommen, dann hast du da so einen dünnen Silikonschlauch dran gestöpselt oder geklebt, je nachdem. Auf diesen Silikonschlauch kann man vom Krankenhaus, ihr kennt ja diese Dinger, wenn ihr so einen Zugang habt und an so einem Tropfding hängt, seht ihr oben so ein Plastikding mit so einem Rädchen. Das könnt ihr tiefer oder höher schrauben und dementsprechend tropft es halt schneller oder langsamer. Das haben die sich gebastelt und dann das einfach hängen lassen und dann über einer Pflanze positioniert, dass das dann quasi immer auf die Pflanze tropft. Ne, und davon dann runter und sich eventuell dann auch ein paar Tröpfchen da sammeln. Das hat relativ gut funktioniert und dann dachte ich mir, ey, der Brunnen, den ich habe, ist nicht so geil, deswegen gucke ich mich mal nach so einer Tropftränke um. So, dann habe ich überlegt, baue ich mir das selber, ne, ist ja, mein Gott, das kriegst du für, wenn es hochkommt, bezahlst du 1 Euro für die ganzen Sachen, sage ich jetzt mal, und hast dann so ein Ding. Aber dann dachte ich mir, das sieht ein bisschen kacke aus. Ich meine, so für die, wenn man Züchter ist und so und das dann halt mehrere Kameos da hat und die eh nur temporär da drin sind, ist das ja schön und gut. Aber Murphy hat man ja ein paar, also sein Kameo hat man ja ein paar Jahre und dann wäre das auch cool, wenn das so ein bisschen ins Ambiente passt. Deswegen habe ich mich mal informiert und bin dann auf so eine Pflanze gestoßen, sage ich jetzt mal. Auf so eine künstliche Pflanze, die als Tropftränke funktioniert. Und zwar ist das so eine Pflanze mit 2-3 Blättern und hinter diesem Stängel läuft so ein Schlauch lang, der ganz oben halt endet und über eine Pumpe läuft dann Wasser. Dieses Wasser läuft dann die einzelnen Blätter entlang und an diesen Blätterspitzen, sage ich jetzt mal, bilden sich dann diese Tröpfchen, die dann langsam auf das nächste Blatt tropfen. Die Pumpe kann man einstellen, je nachdem wie viel Wasser man fördern möchte, sodass es halt entweder ein kleiner Lauf wird oder halt, wie gesagt, halt diese Tröpfchen. Jetzt hat man hier wieder eine Pumpe im Spiel. Dann könnte man halt vermuten, dass diese Pumpe in einem Gefäß steht und eventuell die Tropfen von der Pflanze wieder zurück ins Gefäß laufen, dadurch genau der gleiche Kreislauf wie im Brunnen stattfindet. Das ist dabei nicht gegeben, denn die Tropfen, die dadurch entstehen, die tropfen auf dem Boden. Das heißt, der Behälter steht so weit hinten, dass die Tropfen nicht zurück in den Behälter laufen können. Jetzt habt ihr auch schon direkt ein Problem gehört, und zwar, das tropft auf den Boden. So, das bedeutet, wenn ihr Pech habt, können da feuchte Stellen entstehen. Dann darauf achten, dass ihr die Tropftränke nicht zu stark einstellt, dass die Tropfen zu stark aufeinander fallen, dass das dann nicht vernünftig versickert, sage ich jetzt mal, und die Fläche nicht allzu feucht wird, sodass sich Schimmel bilden kann, sondern halt die Tropftränke ein bisschen geringer einstellen, dass halt das Wasser dementsprechend gut absickern kann und dadurch die Stellen nicht allzu feucht werden, dass halt sich Schimmel bildet. Sollte sich Schimmel bilden, dann natürlich direkt die betroffene Stelle halt auswechseln. Bei mir ist das Problem persönlich noch nie vorgekommen, denn wie ich euch in einem vorherigen Video schon mal irgendwann gezeigt habe, ich habe diese Drainage, darüber liegt halt Vlies und dann kommt erst der eigentliche Terrarienboden und da sickert der Tropfen, sage ich jetzt mal, einfach durch diesen Untergrund vom Terrarium, geht dann in das Vlies und wird dann von den Drainagekugeln aufgesogen. Deswegen, also bei mir ist das eigentlich problemlos. Ich hatte noch nie Probleme mit Schimmel, muss ich sagen, seitdem. Ein weiterer Negativpunkt ist natürlich, man muss darauf achten, dass das Gefäß oben immer mit Wasser gefüllt ist. Ja, man kann jetzt dann, wenn man das Ding frisch angebracht hat, muss man dann gucken, okay, wie lange hält sich die Flüssigkeit darin? Und danach kann man sich dann quasi richten, dass man dann guckt, okay, das hält jetzt 2 Stunden oder so, dann muss ich das wieder auffüllen. Oder wenn ich dann irgendwie einkaufen bin oder so, muss ich daran denken, dass ich in 2 Stunden das Gefäß dann wieder mit Wasser befüllen muss. Weil sonst das Chamäleon halt nichts zu trinken hat in dem Zeitraum. Aber so, muss ich eigentlich sagen, kann man das für das kleine Geld relativ einfach selber bauen. Und selbst wenn man halt so eine Blatttropftränke hat, sage ich jetzt mal, die kostet, glaube ich, auch nicht so viel. Wenn ich mich recht entsinne, hat meine, glaube ich, auch nur so 15 Euro gekostet oder so. Oder 10, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nicht viel. Deswegen kann ich da eigentlich mit gutem Gewissen sagen, dass sich so eine Tropftränke eigentlich relativ gut eignet. Im Allgemeinen möchte ich damit aber sagen, dass eine Trinkmöglichkeit außerhalb des Sprühens nicht das Sprühen ersetzt. Diese Trinkmöglichkeiten, abgesehen von der Beregnungsanlage natürlich, sorgen dafür, dass das Chamäleon mit Wasser versorgt wird, klar, aber das sorgt nicht dafür, dass die Luftfeuchtigkeit erhalten bleibt. Da sollte man halt immer noch selber hingehen und sprühen mit einer Sprühflasche, wenn ihr keine Anlage habt, damit die Luftfeuchtigkeit immer in dem Bereich bleibt, welches euer Chamäleon benötigt.
Ja, an und für sich ist es natürlich jedem selber überlassen. Im Prinzip könnt ihr auch einen Brunnen benutzen, ja. Das Problem dabei ist aber halt, dass ihr ihn dann täglich reinigen müsst, sag ich jetzt mal, vernünftig, damit sich ja keine Bakterien bilden können. Aber im Prinzip würde das auch funktionieren. Es ist halt nur sehr viel aufwendiger im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten, die ich gerade eben genannt habe. Und auch, denke ich mal, vom Kaufpreis ein bisschen teurer als eine Tropftränke. Als Deko-Element, ne, wie gesagt, ist ein schönes Teil. Klar kann man sich dann trocken dahinstellen, sage ich jetzt mal. Aber als Trinkmöglichkeit würde ich da irgendwie immer eine Beregnungsanlage oder so eine Tropftränke vorziehen. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Ich muss sagen, das ist ein relativ kurzes Video heute. Tut mir auch leid, aber ich habe mir das extra rausgesucht, wie schon vorhin gesagt, da ich halt leider diese Woche relativ kurz angebunden bin. Ich hoffe mal, ich schaffe das nächste Woche mit dem Dreihornkamelion, dass ich da vernünftig alles organisiert bekomme. Weil das hat mich auch mal interessiert, weil es ist so eine Art, mit der habe ich mich eigentlich so gut wie noch gar nicht beschäftigt, obwohl ich sie eigentlich sehr spannend finde. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das so ein bisschen grobe Orientierung gegeben, was es denn so für Möglichkeiten gibt. Auch wenn ich jetzt nur drei, sag ich jetzt mal, kurz angesprochen habe. Solltet ihr Interesse auf ein spezielleres Ding haben, beziehungsweise so Tropftränke, Brunnen oder Beregnungsanlage oder irgendwas anderes haben, dann kann ich da nochmal ein separates Video gerne drüber machen, wo es sich dann nur um das besagte Teil handelt. Dann können wir da auch genauer drauf sprechen und auf alle Einzelheiten angehen. Das Video sollte euch jetzt nur zeigen, was es so grob gibt und woran ihr euch orientieren könnt. Ansonsten hoffe ich, euch das Video gefallen und euch ein bisschen weitergebracht. Solltet ihr weiter Interesse an Chamäleon-Videos haben, abonniert doch gerne den Kanal. Wenn es euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure, make no mistake, that we are